Oma. Weißt du was? Die sieht genau wie mein Vater aus. Und die, das sieht wie deine Mutter aus, nicht? Ist das komisch. Soll ich dir was sagen? Ich bin müde. Wenn man die Wellen so plätschern hört, das ist wie ein Wiegenlied, stimmt's? Mhm. Wir müssen wie wild rudern, sonst treiben wir immer weiter aufs offene Meer raus. Hm? Warte, warte, ich helfe dir. Also, wenn ich dir sage, da zieht ein Unwetter auf und Ilvi und Vicky sind verschwunden. Na, mach's aber mal halblang. Die beiden werden ja wohl nicht gleich aufweichen, wenn sie wirklich mal eine Husche abkriegen. Chef! Chef! Was ist los, Urobe? Was schreist du so? Ich war am Hafen und wollte nach den beiden sehen. Da habe ich festgestellt, dass ein Boot fehlt. Was sagst du? Ein Boot fehlt? Ja, ein Boot fehlt. Was? Ein Boot fehlt? Ein Boot fehlt? Er wird euch wieder nicht nach dem gemütlichen Hafen. Was? Mit der Nussschale willst du fahren, ha? Auf keinen Fall lassen wir dich alleine weg. Wir fahren mit, Chef. Ihr bleibt da. Ich werde mich doch von so einem kleinen Sturm nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ich finde sie schon alleine. Ulala, ich hab doch noch... Und ja, das ist schon eine. Halvar, nimm dich in Acht vor der Strömung, hörst du? Such so lange, bis du sie gefunden hast, auch wenn es dunkel wird. Oh, jetzt regnet's auch noch. Vicky, mir ist ganz kalt. Ich habe Angst und ich bin nass. Warte, du kriegst was von mir. Na komm, zieh das über. Das wärmt dich ein bisschen. Und dann setzt du auch noch meinen Helm auf. Der ist mir zu groß. Ich sehe gar nichts mehr. Ach, und wenn du wüsstest, wie du aussiehst. Nein, nein, nimm du den Helm lieber wieder. Wenn die Haare nass werden, das macht nichts. Na gut, gib ihn her. Oh. Sieh mal. Was ist? Wir haben Glück, das da vorne ist eine Insel. Eine Insel? Prima, wir sind gerettet. Gleich haben wir ein Feuer. Es brennt, es brennt. Prima, Vicky, das hast du wirklich toll gemacht. Wenn man mit dir zusammen ist, muss man sich vor nichts fürchten. Ach, so schlimm ist es auch wieder nicht. Komm doch ein bisschen näher ran ans Feuer, Ilvi, damit deine Sachen trocken werden. Schön warm ist es. Ich friere nur noch ein ganz kleines bisschen. Sag mal, Vicky, hast du denn überhaupt keinen Hunger? Und ob ich Hunger habe? Hast du nicht gehört, wie eben mein Magen geknurrt hat? Ah! 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 Ah!
nicht so viele, Vicky, da bekommt man ja Bauchschmerzen. Ich will doch auch welche essen. Gib mir ein paar auf. Ach, die reichen doch für uns beide. Wenn jemand vorbeifährt und die Fahne sieht, weiß er, dass wir hier sind. Was fällt dem frechen Vogel ein? Vicky, was ist denn passiert? Da war so ein frecher Vogel, der wäre mir um ein Haar ins Nasenloch geflogen. Oh, ein Vogelnest mit Eiern. Darum war der eben so böse. Hm? Verschwindet! Macht, dass ihr wegkommt! Los, los, los! Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Au! Weg, weg! Ihr sollt weg! Au! Ilvi, pass auf! Lass sie nicht an die Augen! Oh! Sie sind weg! Ilvi, sie sind weg. Weg? Oh, Hilfe, Hilfe! Hab keine Angst, Ilvi, ich bin ja bei dir. Wer ist das? Sofort rauskommen! Du hast uns aber einen Schrecken eingejagt. Ich hab gedacht, da ist ein Wolf oder ein Bär im Gebüsch. Vielleicht kannst du uns helfen, wir... Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Was wir... Wir sind in einen Sturm gekommen und haben uns auf die Insel gerettet. Ich hab's gesehen. Ihr seid auf den Baum geklettert und habt die Vögel geärgert. Red doch keinen Quatsch. Ich hab Äpfel gepflückt und da sind die Vögel gekommen. Halt den Mund, du willst dich doch bloß rausreden und sowas will vielleicht auch noch ein Junge sein. Lass ihn doch erst mal ausreden. Brüll nicht so. Bist du vielleicht eine böse Hexe? Genau, man kann doch in Ruhe über alles reden, oder? So, so, ihr beiden wollt auch noch frisch werden, ja? Na, das werden wir gleich haben. Oh, Hilfe! Hilfe! Hier, das hast du vergessen. Die sind wir erst mal los. Ich sag's euch doch immer, ihr müsst keine Angst haben. Ich pass schon auf, dass euch niemand was tut. So ist's gut. Noch ein bisschen mehr mit den Flügeln schlagen. Immer weiter, immer weiter. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Siehst du, es wird ja schon. Bitte, es geht doch. Bravo, bravo, gut gemacht. Immer weiter, immer weiter. Naja, für den Anfang gar nicht schlecht, aber du musst noch viel üben. Komm, ruh dich ein bisschen aus. Komm, jetzt kannst du aber den anderen erzählen, wie schön du fliegen kannst. Du musst doch zugeben, es war halb so schlimm, wie du es dir vorgestellt hast, stimmt's? Jetzt übertreib's mal nicht. Ich würde ja sagen, du hörst für heute erst mal auf. Na, na, wie ihr euch denn immer streiten, bringt doch einer nach dem anderen. Oh? Entschuldige bitte vielmals. Wir wollten dich und deine Vögel nicht erschrecken. Ihr habt's aber gemacht. Sie sind wieder weggeflogen. Wieso seid ihr überhaupt noch hier? Ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt ihre Eier aus dem Nest holen. Das ist nicht wahr. Wir mögen nämlich Vögel genauso wie du. Zu Hause in Flake sind die Vögel meine besten Freunde. Hört mal, ihr müsst vor mir gar keine Angst haben. Ihr könnt ganz ruhig sitzen bleiben. Da, probiert mal. Ich hab euch ein paar Beeren mitgebracht. Na bitte, da hast du's. Da bist du platt, wie? Die Vögel wissen genau, dass es wirklich gut mit ihnen meint. Na, na, ihr werdet euch doch nicht zanken. Die Beeren reichen ja für euch alle. Weißt du, dieser furchtbare Sturm gestern Nachmittag hat uns auf die Insel getrieben. Wir würden ja gern wieder nach Hause fahren, aber wir wissen nicht, wo wir sind. Bitte sei so gut und sag uns doch, in welcher Richtung Flake liegt, ja? Nein.
Ich weiß es, aber ich kann es dir nicht sagen. Hä? Warum kannst du es mir nicht sagen? Weil dann alle gleich wissen, wo diese Insel hier liegt und weil dann viele Leute hierher kommen, verstehst du? Und dann ist es nämlich vorbei mit dem Frieden auf unserer Insel, mein Lieber. Ich sag keinem was. Großes Ehrenwort. Ach was, du lügst. Ich glaube Männern sowieso nichts. Also wirklich, so eine böse Kratzbürste wie dich habe ich noch nie gesehen. Verschwindet, sonst jage ich wieder die Vögel hinter euch her. Schnell, ihr kommt! Versteckt euch, versteckt euch! Bleibt nicht auf den Bäumen sitzen. Versteckt euch unten im Gebüsch, habt ihr gehört? Und beeilt euch, er wird gleich da sein. Warum läuft ihr mit ihren Vögeln weg? Die hat gesagt, da kommt er. Na, ich weiß nicht. Irgendwie unheimlich. Hast du auch Angst? Sieh mal, Ilvi, da fliegt ein großer Vogel dort oben. Du, ich glaube, er kommt näher. Du, das ist ein großer böser Adler. Komm, schnell weg, komm! Komm weiter. Ach du liebe Zeit, ich glaube, wir haben den kleinen Vogel gesehen. Schnell, flieg ins Gebüsch! Ich kann fliegen, ich kann fliegen nicht. Ich guck nicht hin. Halt, halt! Mach, dass du wegkommst, du Frecher! Wenn der Adler den kleinen Vogel erwischt, frisst er ihn auf, ja? Ja, na klar! Ich hab ne Idee, pass auf! Das ist gut, das machen wir! Na, warte du. Vicky, guck mal, reicht das? Ja, ja. Na, hoffentlich klappt es auch, Vicky. Ah!
Bibi, Bibi, wo bist du? Hä? Ist dir auch nichts passiert? Da sitzt du ja. Ach, mein Kleiner, bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Aber ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht so weit wegfliegen. Wenn die fremden Kinder dir nicht geholfen hätten, hätte er dich vielleicht doch erwischt. Ich will mich bei euch bedanken. Es war lieb, dass ihr ihm geholfen habt. Ich habe vom Gebüsch aus nämlich alles gesehen. Und es tut mir sehr leid, dass ich so eklig zu euch gewesen bin. So, so. Vicky, komm, das böse Mädchen will sich bei dir entschuldigen. Komm her. Ach, lass nur, das ist im Moment nicht so wichtig. Ich habe nämlich Angst, dass der Adler zurückkommen wird. Er ist so ein lieber Junge. Er hat meinen Bibi gerettet. Ich heiße übrigens Maria. Hast du gehört, die will auf einmal kurz Freund mit uns sein? Ich heiße Ilvi und das ist mein Freund Vicky. Aber glaub bloß nicht, dass du dich zwischen uns reindrängeln kannst, meine Liebe. Das will ich doch nicht. Aber ich habe gedacht, wir können trotzdem gute Freunde werden. Wir drei. Ich sag's auch den Vögeln, dass wir jetzt gute Freunde sind. Und zur Belohnung verrate ich euch, wie ihr nach Hause kommt. So? Na, du bist ja wirklich ganz nett. Na, was ist? Kommt! Na, also. Und du meinst, wir fallen bestimmt nicht aus dem Korb raus? Nein? Eben, wenn die Flamingos ihn nun plötzlich loslassen, wenn wir mitten über dem Meer sind. Nein, nein, da passiert schon nichts. Mich bringen sie doch auch immer mit dem Korb auf die Insel. Ihr kommt schon sicher nach Hause. Haltet euch nur gut fest. Manchmal schaukelt es schon ein bisschen. Also macht's gut, ihr beiden. Mach's gut. Auf Wiedersehen und hab vielen Dank, ja? Gute Heimreise wünsche ich euch. Und vielleicht kommt ihr doch mal wieder und besucht mich dann auf meiner Insel. Ja, machen wir gerne. Wiedersehen, Wiedersehen. Chef, nun lass doch den Kopf nicht hängen, es wird schon wieder gut werden. Komm, iss erst mal ein paar Löffel von der heißen Suppe. Ja, die Suppe ist immer gut. Iggy. Hä? Iggy. Wo bist du denn, Junge? Der arme Junge und Ilvi. Ja, ja, die beiden armen Kinder, ich darf gar nicht daran denken, aber es ist eben ein zu schlimmes Unwetter gewesen. Da kommt der Vicky, Vicky, mein Kleiner! Oh, ja. Langsam, langsam, Chef, sonst hältst du wieder rein. Ja, ich das auch nicht, wenn wir dich immer rausfischen müssen. Aber seht ihr denn nicht, da drüben kommen die beiden Kinder, Ilvi und Vicky. Was? Sie sitzen in dem Korb. Gucken. Hallo, Vater! Man, natürlich. Die drei Vögel bringen Ilvi und Vicky zurück in die Klapperstörche. Vater, Vater, wir kommen! Hallo, Klalva, hu, Hobe! Oh, Kinder! Vicky, Vicky, Junge, wie geht's dir? Mir geht's auch gleich wieder gut, weil ich dich sehe.